Bergepower ohne Ende. Der Bison tritt gegen den Büffel an. In der Galstädter Heide herrscht das Recht des Stärkeren. Zwei unerbittliche Konkurrenten in der Bullenherde sind der Büffel und der Bison. Der eine nimmt tonnenschwere Gewichte auf die Hörner, der andere liebt vor allem das Bad im Gelände. Doch trotzdem sind sich beide irgendwie ähnlich. Neidisch schlug der eine zum anderen rüber, wenn dieser wieder mal mit seiner Power angibt. Beide wären eigentlich ganz possierliche Tierchen, würden ihre Herrchen sie nicht immer wieder zu Höchstleistungen anspornen. Ihre Herrchen, das sind die Abschlepp- und Bergeprofis an der Logistikschule in Galstädt. Von sich selbst behaupten sie, über reichlich Bullenkraft zu verfügen. Doch mal ehrlich, wen würden die Soldaten eigentlich ohne ihr treues Gerät abschleppen? Wir wollen dem ständig währenden Konkurrenzkampf zwischen Büffel und Bison mal auf den Zahn fühlen und lassen die Herrchen gegeneinander antreten. Beginnen wird die Bison-Besatzung, drei erfahrene Bergeprofis. Eigentlich gehören zum Fahrzeug nur zwei, der dritte wird trotzdem nicht zugucken müssen. Mit Ketten und Bändern wird ein PKW zusammengeschnürt. Er soll von der Ladefläche eines 10-Tonnen-LKWs gehoben werden. Die drei Männer, nennen wir sie mal Christian, Matthias und Frank, sind mächtig stolz auf ihr Fahrzeug und stänkern gern gegen die Konkurrenz. Gleich werden sie den Kran ausfahren. Wir haben natürlich mehrere Gelenke, deswegen sind wir auch Feinflüger, können woanders dahin, wo der Büffel nicht hin kann. Wir können auch 180 Grad, wir können auch 360 Grad. Der Büffel kann ja nur 270 Grad. Mehr schafft er ja gar nicht. Ja, dementsprechend, wir sind viel besser. Wir haben das Dreifache an Leistung, wir haben das Dreifache an Kraftstoff. Unsere Hubkraft ist dreifach so hoch. Na gut, die Konkurrenz ist im Stänkern auch nicht so schlecht. Aber Frank und Christian wollen es den anderen nun so richtig zeigen. Matthias hängt den PKW an den Haken des Bisonkranes und los, die Zeit läuft. Die Büffelbesatzung kann es einfach nicht mit ansehen, hat sich erstmal in die Kaffeepause verdünnisiert. 7,5 Tonnen schafft der Kran, mit dem PKW hat er aber nur eine Tonne am Haken. Christian führt an den Seilen, Frank steuert den Kran mit der Fernbedienung und Matthias kann jetzt nur noch zugucken. Sie beweisen uns, der Kran dreht tatsächlich um 360 Grad. Normalerweise nehmen die Bediener aber den kürzesten Weg zum Abstellen der angehängten Lasten. Und genau die Zeit haben wir für den Wettstreit gemessen. Es war immerhin eine halbe Stunde. Erklärungsversuche. Ja, das Problem ist, dass wir mehrere Anschlagmöglichkeiten kombinieren mussten, sprich Seile und Ketten. Und da muss man halt ein bisschen tüfteln. Und wir wollten ja nichts kaputt machen. Wir hätten den 10-Tonner mit angehoben. Am Turm dieses Panzers wird nun die Büffelbesatzung den geschuldeten Beweis antreten. Stützschild ausfahren, den Panzer für die Kranübung stabilisieren. Die Zeit läuft, Stefan und Thomas sind in ihrem Element. An den Haken soll der Panzerturm mit 11,5 Tonnen Gewicht. Das passt, das wären der PKW und der LKW aus dem Bison-Vergleich zusammen. Denkern können die Büffelleute jetzt gerade nicht, denn sie haben zu tun. Aber nehmen wir es mal vorweg, millimetergenau heben sie den Turm aus dem Chassis. Hier müsste die Bison-Besatzung passen. Hinzu kommt noch, dass sie beim Gewicht ebenfalls nicht mithalten kann. Das Herausheben dauert nur 15 Minuten und damit klare Sieger. Thomas und Stefan, Olaf, der Boss des Büffelteams, ist wohl noch immer in der Kaffeepause. Von Bescheidenheit keine Spur, jetzt müssen sie auch noch angeben. Alleine die Krananlage kann 30 Tonnen heben. Das ist, wenn man sich über den Daumen rechnen möchte, dann sind das 30 PKWs, die man anheben kann. Und 7 Tonnen können wir anheben und gleichzeitig verfahren. Auch wieder gerechnet in PKW, 7 Tonnen hängen wir an und fahren mit den 7 PKWs von einem Parkplatz zum nächsten. Also jede Stadt würde uns eigentlich dankbar sein, wenn wir die PKW abschleppen. Jetzt aber wieder mal einen Gang runter, denn abschleppen können sowohl der Bison als auch der Büffel. Oder doch lieber einen Gang rauf, es folgt das Wettrennen. Stefan, bist du fertig?
Ich bin da, ja. Sieht so aus, als hätte der Bison da gerade überholt. Aber nur kurze Zeit später hat sich das Blatt gewendet. Eigentlich dürfen Sie diese Bilder gar nicht sehen, denn im Abschleppbetrieb darf der Bison maximal 40 und der Büffel höchstens 25 Kilometer pro Stunde fahren. Naja, unsere beiden Besatzungen übertreiben mal wieder ein bisschen. Bleiben wir bei den Fakten. Beim Rennen hat die Büffelbesatzung definitiv das Nachsehen. 1:1. Jedes Team hat inzwischen sein Anhängsel ins Gelände gebracht und muss es nun bergen. Dazu macht der Büffel erstmal in aller Ruhe ein Häufchen. Wozu? Sehen wir später. Auf der Suche nach der richtigen Musik im Radio, die Bison-Leute. Doch plötzlich... Warte, halt mal an. Wie läuft's denn? Du, da sind Büffel, das sind, glaube ich, das sind unsere. Fahr mal ein Stück zurück, bitte. Zugegeben, wir haben gerade gelogen, der Bison hat gar kein Radio. Deshalb hören wir auch keine Musik. Dafür sehen wir hier ein herausragendes Beispiel von Kameradenhilfe. Oder doch nicht? Siehst du, das sind unsere. Das sind unsere Büffel-Leute. Ja, wirklich, das sind die Büffel. Pass auf, lass uns mal hinfahren. Vielleicht können wir denen helfen. Lass mal hin. Vielleicht brauchen wir noch was, ne? Ja, das kannst du haben. Und tatsächlich, im Büffellager läuft noch nicht alles rund. Deshalb macht nicht nur Stefan dicke Backen. Thomas hat sich gerade einen dicken Anschiss vom Teamchef eingefahren. Sein Büffel hat zu viele Häufchen gemacht. Klar, die Stimmung bei den Bison-Leuten könnte jetzt besser nicht sein. Holen Sie den nächsten Punkt. Aber drei Büffelleute mit Bluthochdruck sollte man nicht unterschätzen. Teamchef Olaf hat seine Kaffeepause abgebrochen und packt am Bergeseil mit an. Wollen wir mal gucken, wie lange das dauert. Seilzug aufgebaut, mit seinem Büffel bringt Thomas das Bergeseil unter Spannung. Aber Olaf ist immer noch nicht entspannt. Ein plötzlicher Abbruch. Die Seilkonstruktion droht zu verkanten. Ohne Vorschlaghammer geht nichts mehr, beim Büffel jedoch Fehlanzeige. Die Bison-Besatzung kann nun zeigen, wo der Hammer hängt. Wieso, was denn? Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Jammert Thomas vergeblich. Du weißt, wenn das hier nicht klappt, bist du dran. Ja? Du bist der Jüngste. Wird das Büffelteam nun auseinanderbrechen? Nein, Bergeprofis halten auch solche Tiefschläge aus. Das Kloppen auf die Umlenkrolle löst nicht nur die Verkantung der Seile, sondern auch die miese Stimmung. Jetzt ist das Büffelteam wieder siegesgewiss. Es geht los. Der Leopard 2A4 mit seinen 56 Tonnen Gewicht wird umgedreht. Um Materialschäden am Panzer zu vermeiden, muss die rechte Kette nur noch auf dem extra dafür aufgeschobenen Häufchen landen. Jedoch... Richtige Profis haben wir ja gesehen. Ich weiß ja nicht, was sie da vorne hingebaut haben, aber Kilimandscharo, Schnee fehlt nach oben drauf. Trotz Kameradenhilfe, beide Teams schenken sich gegenseitig nichts. Nächste Aufgabe des Büffels, Bergen im Gefecht. Unter verschlossenen Luken und ohne dabei aussteigen zu müssen, dockt die Büffelbesatzung an den Leopard an und zieht ihn in eine Deckung. Mission erfüllt. Gut gelaunt und auf der Suche nach dem richtigen Sender will die Büffelbesatzung nun den Kontrahenten bei der Bergung zusehen. Oh Mann, die brauchen hier echt ewig. Schau dir mal den Baum da an. Offensichtlich klappt hier auch nicht alles wie am Schnürchen. Ja. Mädchen bergen halt. Und diese Mädchen vom Bison-Team müssen dringend den Baum wechseln, um ihre Seilwinde aufzubauen. Das kostet wertvolle Zeit. Yeah. Jetzt den 10-Tonner erneut andocken, um ihn aus dem Graben zu ziehen. Kein Problem. Christians Bergewinde schafft 25 Tonnen. Dass die drei im Zeitvergleich mit dem Büffelteam nicht mithalten können, ahnen sie schon. Deshalb müssen sie jetzt etwas anderes finden, um mit ihrem Bison anzugeben.
Wir haben nur den Vorteil, dass wir das Fahrzeug anheben können. Und wir können halt Fahrzeuge anheben, die vielleicht keine Vorderachse mehr haben. Und das ist natürlich eindeutig ein Vorteil. Hä? Klar, Matthias meint das Abschleppen, bei dem der Hubarm des Bisons das angehängte Fahrzeug anliftet. Beim Büffel Fehlanzeige. Endlich ist Zeit, die eigene Leistung zu bewerten. Alles war richtig. Wir haben den falschen Baum ausgesucht. Hä? Naja, trotzdem geht der Punkt klar an den Büffel, der gerade wieder ein Häufchen macht. Das kann eigentlich jeder. Nur mit dem Wegmachen ist das so eine Sache. Und damit sind wir schon bei unserer letzten Disziplin, das Räumen. Wer da keinen Räumschild hat, der muss buddeln. Ich zähle für euch. Also eins, 1,5. Kaum verwunderlich, dass die Bison-Besatzung bei solcher Anfeuerung schnell den Spaten wirft. Wieder ein Punkt für den Büffel. Man muss ehrlicherweise schon sagen, dass der Einsatzzweck beider Fahrzeuge absolut unterschiedlich ist. Also daher ist das schon nicht ganz fair, so einen direkten Vergleich zu machen zwischen einem Radfahrzeug und einem Kettenfahrzeug. Wir können zwar diverse Aufgaben miteinander vergleichen, beispielsweise das Aufrichten, aber es gibt auch andere Aufgaben, die kann man eben nicht vergleichen. Und damit nur ein unlauteres Endergebnis von 3:1 für den Büffel. Zur Klarheit, der Büffel dient allein zum Bergen und Abschleppen von Kettenfahrzeugen. Der Bison ist für die Radfahrzeuge der Bundeswehr zuständig. Beide meistern ihre Aufgaben hervorragend, wenn nur die Bergeprofis keine Fehler machen. Ach so, ebenfalls zur Klarheit, natürlich hat auch der Büffel kein Radio, dem Baum geht es gut und vor dem Nachmachen von Szenen aus diesem Film fragen Sie lieber erstmal Ihren Ausbilder oder Vorgesetzten.